Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt mit dem lieben Volker Varuna, aka Varuna LP. 19. Oder guten Abend. Und der Knoll, der fährt hier gerade schon weg. Tschüssi. Was hat er eigentlich hier gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Kam hier hin, hat sie geparkt und jetzt fährt er wieder. Jo. Ich glaube, er weiß selber nicht mehr, was er machen wollte. Das kann durchaus sein. Du solltest hier noch meinen Zaun hinmachen. Ja, wo hättest du den denn gerne? Na, um die Grünfläche rum. Einmal um die Grünfläche hier. Ja, und hier hast du noch ein bisschen Rasen vergessen. Hier, in dem Eck. Ja. Ich möchte ja auch manchmal hier draußen sitzen. Soll ja auch schön sein. Mhm. Soll ich dann hier vorne, wo die Wege sind, einfach Lücke lassen? Oder ja, das wäre schön. Oder ein Tor. Nee, Tor brauchen wir nicht. Lücke, ne? Reicht. Ja. Okay, mach ich. So. Wir müssen gleich nochmal reden, gell? Was sagst du? Wir müssen gleich nochmal reden. Über unser Vorhaben. Bezüglich Lohnunternehmen. Nein, nicht Lohnunternehmen. Landhandel. Ja, machen wir. Reden wir nachher drüber. Ja. So. Profile zurückgefahren, hä? Gut. Der holt jetzt erst. Ach, der muss erst die Zäune noch holen. Okay, aber dann kann ich mal einen Harry anrufen. Hallo, du Harry, ja? Du hattest mir doch einen Auftrag gegeben. Ist der noch aktuell? Der ist nicht mackerl. Die 20 Bäume mussten nicht mehr weg. Nee. Okay, schade. Da ich sonst noch mal. Okay. Aber erstmal nicht. Gut, dann bis die Tage. Okay. Ciao. Ciao. Okay, gut, dann halt nicht. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich fahre mal zum Landhandel und frage, was die brauchen. Ups, also. So, ein bisschen off RP. Am Samstag kamen einige nette Kommentare zu den Videos. Lasst einfach sein. Interessiert mich nicht. Ihr werdet unter jedem solchen Kommentar, die nicht so nett sind, werdet ihr eine Antwort finden. Und, eine positive Reaktion. Mir ist es nämlich völlig wurscht, ob es denen, die dann drunter schreiben, hör auf oder lösch den Kanal oder was auch immer, interessiert mich nicht. Also, ihr könnt euch gerne die Finger wund schreiben. Ich werde unter jeden Kommentar, den ihr postet, antworten. Und nicht mal böse antworten. Ich werde mir da immer was Kreatives hoffentlich einfallen lassen können. Und euch so eine Rückmeldung geben. Ja, wie gesagt, klicken tut ihr, anschauen tut ihr, wenn ihr da einen Kommentar drunter schreibt. Von dem her, macht weiter bitte. Vielen Dank und zurück zum RP. So, ich fahre jetzt mal zum Herrn Neumann auf den Landhandel. Der hat nämlich gemeint, oder der braucht, glaube ich, ein bisschen Unterstützung bei der Produktion seiner Sachen oder zur Anlieferung von den Sachen, die er eigentlich haben möchte. Und da werde ich mal gucken, ob ich dem irgendwie was organisieren kann. Oder ob ich den einfach helfen kann. Hoffentlich ist der zu Hause, ey. Ist schon doof. Ich sollte vielleicht hier draußen parken. So, mal gucken, wo der Neumann hier rumrennt.
keiner da. Vielleicht kann ich denen ja auch irgendwie helfen. Ich guck mal, was der schon alles produziert hier. Was haben wir hier? Pflanzenschutzmittel. Da fehlt ihm Dünger. Kalk hat er schon reingepackt. Hier ist Mischfutter, glaube ich. Schweinefutterherstellung. Hallo, hier ist Herr Neumann. Ah, Herr Neumann, super. Ich bin gerade bei Ihrem Unternehmen. Jo, ich bin schon auf dem Weg. Okay, ich wollte nämlich mal wissen, ob Sie da noch irgendwie Unterstützung bräuchten im Moment. Zurzeit, ja. Ja, das freut mich zu hören, weil dann würde ich meine Hilfe anbieten. Ja, dazu sage ich nicht nein. Gut, dann warte ich gerade mal, bis Sie kommen und dann können wir ja weiter verhandeln. Das machen wir. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, dann, was hat er hier für eine Produktion? Ui. Okay, 100.000. So, hier. Ah, Mist und Gülle. Da kriegt er nichts ran anscheinend. Getreide und Dünger gibt Saatgut, okay. Was haben wir hier? Flüssigdünger. Aber wo macht denn der den Kalk, ey? Wahrscheinlich hier, oder? Hab ich irgendwie nicht aufgenommen. Ah ja, ah ja. Wasserdiesel gibt Kalk. Die Generatoren, die laufen ja auch die ganze Zeit. Ey. Kann man die nicht ausschalten? Ah, abgeschlossen. Ey. Ah, da höre ich doch was. Hallo. Hallo. So. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Also, was haben Sie zu tun? Im Moment ein bisschen Flaute, was dieses Geschäft angeht. Nichts zu tun. Ja, also ich bräuchte... Gehen wir erstmal zum Kalk? Ja. Ich bräuchte Wasser da drin. Ja, das kann ich Ihnen holen, das ist kein Ding. Müssen Sie mir nur sagen, wo ich das herkriege? Wir haben hier einen Wassertank. Ah, das ist ja praktisch. Was ist vom... Wenn es regnet, dann wird das aufgenommen und dann ist es... Wird das hier drin gespeichert. Oh, das ist cool. Hier steht schon der Anhänger dazu. Oh, haben Sie da eine Dolly dafür? Ja, der müsste irgendwo sein. Okay, dann gehe ich mal. Suchen wir mal. Da hinten steht auch ein Fässchen. Ah, hier. Ich glaube, hier steht's dran. Ja. Okay, einen Traktor habe ich. Oder kann ich Ihre benutzen? Sie können auch meine benutzen. Dann kann man gucken, ob ich den... Ah ja, Schlüssel habe ich. Supi. Dann mache ich das Ding mal voll. Jo. Soll ich den Krampe irgendwo abstellen? Ups. Am besten irgendwo hinstellen, wo das nicht stört. Okay. Oh, falsche Richtung. Stelle ich den mal hier ab. Hallo? 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 Ja?
Herr Neumann, wie läuft denn Ihr Geschäft inzwischen an? Sie haben ja noch nicht so lange eröffnet. Zurzeit kann ich noch nichts verkaufen. Noch nicht genug Materialien. Ah, das heißt, Sie brauchen auch noch andere Sachen. Ja. Okay, das ist interessant, weil ich hatte überlegt, mit dem Jürgen zusammen, den kennen Sie doch bestimmt, den Raysex. Ja, genau, der hat das ja das Wassertank und so aufgebaut. Ah ja, genau, mit dem habe ich überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen ihn zuliefern sollen. Gerade was Getreide oder vielleicht sogar Gülle oder Mist angeht. Das hatten wir uns überlegt, aber wir sind noch nicht zum Entschluss gekommen. Das wäre auf jeden Fall gut. Müssten Sie auch verdienen natürlich auch dran. Ja, ja, eben. Müssten aber vorher auch noch ein bisschen Land irgendwie bekommen oder vielleicht haben Sie gepachtetes Land, was wir bearbeiten können. Leider noch nicht. Dazu fehlt mir das Geld. Okay. Und Maschinen zur Feldbearbeitung, haben Sie die? Die habe ich. Die haben Sie. Okay. Dann würde ich doch mal gerade gucken, ob ich den stellvertretenden Bürgermeister erreiche und mit dem vielleicht was kurz aushandeln. Okay? Ja, das können Sie. Gut, dann bis später. Bis später. Ja, Moment. Hallo? Ja, hier ist die Polizeileitstelle Schwarzing. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Herr Stromberger, Sie sind doch auch stellvertretender Bürgermeister. Das stimmt. Genau, deshalb rufe ich Sie an. Ich hätte ein Anliegen an Sie. Und zwar bräuchte ich ein bisschen Land, was ich irgendwie kaufen oder pachten könnte, in der Nähe vom Landhandel. Moment, ich bin gerade nicht an PC, schweige mal im Auto, so. Moment, da muss ich mal kurz auf meinen Computer gucken. So, der Landhandel. Der Landhandel ist zwischen dem Wald und Feld 67, oder? Ja, das könnte hinkommen. Also oben bei der Werkstatt vom Jürgen. Ja. Eine Acker- oder Rasenfläche? Land, Acker. Am besten was im Moment sogar schon recht weit ist, weil wir würden gerne den Landhandel unterstützen. Weil der kommt irgendwie gerade schwer voran. Da Moment, dann dem muss etwas ich mal kurz den Satellitenbild wechseln. Ja. Das Problem, das Feld, was am weitesten ist, ist laut Satellit etwas am faulen. Oh, das ist schlecht. Ja. Nee, dann sind noch zwei Felder im Wachstum und eins ist gar nicht. Obwohl, das Feld 65, ach Quatsch, 56. Und das Feld 55. Sind laut Satellit sehr erntereif. Okay. Würden Sie vielleicht da mal hinkommen? Dann könnten wir uns das gemeinsam anschauen. Ich warte auf Sie. Wo ist denn das genau? Ich hab grad keine Karte dabei. Fahren Sie mal Richtung Landhandel. Ja. Also wenn man vom Mäntler Richtung Landhandel fährt, geradeaus, kommt da so eine T-Kreuzung. Ja. Das Feld, was so gesehen geradeaus liegt. Ja. Ja. Das ist es. Okay, dann da bin ich schnell da. Oder ein Feld hört, also wenn die T-Kreuzung dort abbiegt und hochfährt. Okay. Ich warte mal bei der 65 auch. Gut, das machen wir. Dann komme ich gleich vorbei. Ja, ich bin eher da ich schon so gut wie da bin. Okay, ich bin beim Landhandel. Da ich gerade noch am Landhandel war. Ach, ich auch. Cool. Okay, gut, dann bis gleich. Tschüss. Ja. Herr Neumann? Herr Neumann? Wo ist er denn jetzt? Ah, Herr Neumann! Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht.
Hallo. Hallo. Das ging ganz schön flott. Der Stromberger, der stellvertretende Bürgermeister, der hat mir schon was angeboten. Ich gehe mal gerade los und guck. Ich habe schon 2 Ladungen drüben reingemacht beim Kalk. Das ist gut, ja. Gut, dann bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Gerade mal gucken, ob der Jürgen zu Hause ist, aber es sieht nicht so aus. Naja. Nee, nicht da. So, er hat gemeint vom Landhandel raus und dann zu einer Teekreuzung. Hallo Jürgen, servus. Hey Volker, ich fahr dann jetzt bei dir die Zäune setzen, ne? Zäune, ja, könntest du machen, jo, das passt. Geld, sag ich dir nachher, was der Endpreis dann ist, ja? Jo, machst du so. Ich habe gerade noch ein Gespräch mit dem Stromberger, da geht's um den Feld. Da könnte man vielleicht den Landhandel schon befüllen. Ja, klar. Gerne. Ich verhandle mal noch schnell und dann muss ich schlafen. Ja, auch, ich weiß noch ein Stückchen, weil ich muss jetzt nur noch beim Seppgleich oben eine Schafweide hinbauen oder morgen oder so, keine Ahnung. Ah, ich bin schon recht müde, hey. Ja, ich auch. Ich glaube, ich bin auch heute wieder im Traktor. Könnte bei mir auch passieren. Ja, okay. Entweder... Gut, dann bis später. Danach kann ich dir eigentlich helfen, weil dann habe ich nichts zu tun. Jürgen, ich muss den Stromberger reden. Gib Gas. Ja, tschüss. Ja, mach tschüss. So, hallo Herr Stromberger. Hallo. So, da sind wir schon. Ja. Ich bin nur sehr müde. Ich würde gerne kurz vorher ein Nickerchen machen. Ja, ich habe mir das selber auch gerade gedacht. Aber dann kann sein, dass sich die Lage hier nochmal verändert, glaube ich. Dann legen wir uns mal kurz hin. Legen wir uns kurz hin und schauen mal einfach morgen wieder rein. Ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.